Diplomann. Mir ist nicht ganz wohl dabei, Sie als einen Historiker und als den außerordentlichen Professor Wallensteins auf Erden zu Ihrem Verhältnis nach Gedichten zu fragen. Zwar haben Sie alle erreichbaren Dichterpreise von Fontane, Büchner, Keller, Schiller, Thoma, aber Sie haben auch gesagt, woraus denn sonst sollen wir lernen, was der Mensch ist, was wir sind, wenn nicht aus der Geschichte. Klingt es nicht wie eine Absage an die Dichtung als ein Lehrmittel des Menschen? Nicht im Mindesten. Das Gedicht kann uns über den Menschen ebenso viel, ja mehr, ja das Tiefste oder Höchste sagen. Ich sehe also zwischen historischem Interesse und Freude am Gedicht oder Trost am Gedicht überhaupt keinen Gegensatz und sehe da gar kein Problem. Was sind für Sie deutsche Gedichte? Haben Sie als deutscher Europäer mit Asyl in der Schweiz, wie Sie sich einmal genannt haben, im Gegensatz zu anderen ein ungebrochenes Verhältnis zur deutschen Lyrik? Ich kenne das Verhältnis anderer zur deutschen Lyrik nicht. Das meinige ist völlig ungebrochen. Das heißt, ich liebe deutsche Gedichte, Stücke 2 bis 3 bis 400, von, sagen wir, dem Barock, also von Gryphius, der für mich der größte Dichter des deutschen Barock ist, bis ins frühe 20. Jahrhundert, sagen wir Hugo von Hofmannsthal, sagen wir Ricarda Huch. Viel weiter geht es allerdings nicht. Dazwischen aber ist mein Geschmack ein, ich will nicht sagen ein eklektischer, ein Geschmack, der auswählt, sondern alles, was schön ist, alles, was gut ist. Das können Balladen von Rückert sein, das können lyrische Gedichte von Heine sein, das kann der alte Goethe sein, das kann Fontane sein und so weiter und so weiter. Ich liebe sie alle und ich möchte keinen von ihnen missen. Für Goethe sind Gedichte gemalte Fensterscheiben. Der Wolfgang Weyrauch sagt, mein Gedicht ist mein Messer. Für Brecht sind Verse über Bäume schon eine Sünde. Und Günter Eich will sich mit Gedichten in der Wirklichkeit orientieren. Sind Gedichte für Sie, haben Sie eine Wirklichkeit für Sie? Freilich haben Sie eine Wirklichkeit. Ein Gedicht ist für mich die Stiftung von Ordnung. Es ist also ein Beitrag zur Ordnung aus Chaos, nicht wahr? Unsere Welt ist eine chaotische an sich, ohne den Menschen. Und jedes Gedicht und besonders jedes vollkommene Gedicht stiftet Ordnung. Dazu gehört für mich, dass es auswendig gelernt werden kann. Das wäre meine Definition des Gedichtes. Das Gedicht ist eine Anordnung von Worten, von Wortbildern und Gedanken, die auswendig gelernt werden kann. Auch Prosa, sogenannte Prosa, kann sich mitunter zur Höhe, zur Dichtigkeit des Gedichtes erheben. Und dann kann auch Prosa auswendig gelernt werden, sonst nicht. Ja, heißt es mit anderen Worten, dass im Grunde Ihnen ein Gedicht erst dann wirklich ans Herz wächst, wenn Sie es auswendig gelernt haben? Ja, denn erst dann kenne ich es ja aus dem Grunde. Nicht wahr, man liest Gedichte, so geht es mir ja so mit der Lyrik unserer Jahre. Und mitunter ist man noch ein bisschen angesprochen. Donnerwetter, das ist immerhin, das ist gut gesagt. Deswegen kenne ich das Gedicht ja noch nicht. Ein Gedicht muss man sich aneignen. Ein Gedicht muss man sich nachts vorsagen können, wenn man nicht schlafen kann oder auf einem Spaziergang oder wenn man krank ist oder in irgendeiner kritischen Situation. Muss ein Gedicht einen trösten können, nur dann kennt man es wirklich. Sie haben einmal gesagt, dass der Anfang einer guten Politik das Aufgeben von Illusionen sei. Und ist es nicht so, dass durch die Lyrik, durch die Poesie, diese Illusion doch wieder durch das dichterische Hintertür wieder hereinkommt? Heißt es mit anderen Worten, dass Sie als Historiker insgeheim damit eine Art Illusionsdefizit decken? Ich würde Sie bitten, den Historiker GM von dem Menschen GM, der Gedichte liebt, zu trennen. Das hat wenig miteinander zu tun. Es wäre denn das Folgende, in meine Prosa habe ich oft Zeilen aus Gedichten hineingeheimnisst. Das hat kein Mensch gemerkt.
Ich tue das aber öfters und ich halte es auch für erlaubt. Ich halte es nicht für ein Plagiat. Nicht wahr? Das deutsche Gedicht ist ein unerschöpflicher Sprachschatz, ein Schatz von geprägten Worten oder von geprägten Gedanken, aus denen ist man berechtigt zu nehmen. Nur dann freilich, wenn man daraus nehmen kann, das heißt, wenn man eben das Gedicht auch beherrscht und sich völlig assimiliert hat. Das habe ich und dann nehme ich so eine Zeile und setze sie in einen Prosasatz von mir und kein Mensch merkt es. Ja, das ist richtig. Eine andere Frage. Glauben Sie, dass Agitationslyrik ein Recht hat zu existieren? Ja, alles hat sein Recht. Ich meine, ich kann Gedichte von Kurt Tucholsky bewundern. Es gibt ein paar von Brecht. Ich liebe Bertolt Brecht an sich nicht sehr, aber ich bin nicht so blind, um nicht zu sehen, dass er ein Dichter von Kaliber war, von hohem Rang war. Und da hat ein paar sehr schöne Gedichte gemacht. Es gibt ein paar politische Gedichte von Heinrich Heine, die wohl zum großartigsten in der politischen Lyrik gehören. Und selbstverständlich achte ich das. Warum soll ich denn sagen, ein Gedicht darf nur von Liebe oder Mondschein handeln? Natürlich nicht. Der Dichter darf alles, es muss nur gut sein. Es gibt natürlich schlechte und platte und demagogische politische Lyrik, aber es gibt ja auch banale und billig gemachte Liebeslyrik. Also, es kommt doch immer auf den Grad der Qualität, auf den Grad der Vollkommenheit an. Ein Gedicht wie die Schlesischen Weber von Heine, nicht wahr, im düsteren Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne und so weiter. Das gehört zum stärksten, gewaltigsten, was auf dem Gebiet der politischen Lyrik gemacht worden ist. Und natürlich schätze auch ich ein solches Gedicht sehr hoch. Ich würde allerdings sagen, zur höchsten Höhe der Lyrik kann das politische oder gar das agitatorische Gedicht sich nicht erheben. Sagen Ihnen denn die journalistischen Inhalte der zeitgenössischen Lyrik etwas, wie beispielsweise bei Enzensberger, Grass, Bachmann, Rühmkorff? Ja, ein wenig. Bei Enzensberger habe ich ein paar Gedichte gefunden, die mich entschieden angesprochen haben. Ich kann aber keins von ihnen auswendig und ich frage mich, warum. Ich kann mich an frühere Gedichte, an politische Gedichte etwa aus dem Hohenzollernreich, nicht wahr, der Zoologe von Berlin, von Frank Wedekind oder so, die ungeheuer abgründig witzig sind, nicht wahr, und überaus treffend sind. Das kann ich zufällig auswendig und ich habe Freude dran. Und das hat natürlich auch gewirkt, das hat zur Lächerlichmachung der Obrigkeit im Kaiserreich beigetragen, mehr aber auch nicht. Sie haben im Wallenstein auch zeitgenössische politische Spottverse zitiert. Drum Deutschland, tu die Augen auf und... Hier liegt und fault mit Haut und Bein der große Kriegsfürst Wallenstein. Spielen Gedichte der Epoche, über die Sie arbeiten, eine Rolle für Sie als Schlüssel für die jeweilige Mentalität der Menschen in der Zeit? Oh, gewiss. Ich habe viel deutsche Barocklyrik gelesen, als ich an dem Buch gearbeitet habe, um mich in den Sprachgeist der Zeit einzuleben. Also besonders Gryphius, der ja gewaltige, tief traurig, aber großartige Gedichte über den 30-jährigen Krieg aus ihm heraus, nicht wahr, gemacht hat. Das brauchte ich für die Sprache und das brauchte ich auch für den Geist der Zeit. Natürlich ist der Dichter ein Sprecher, ein Vertreter des Geistes seiner Zeit. Haben Sie zu bestimmten Zeiten Lieblingsverse oder Gedichte gehabt, die Sie begleitet haben? Beispielsweise in den letzten 40 Jahren seit Ihrer Emigration aus Deutschland haben Sie mit einem Gedicht besonders zusammengelebt? Nein, mit sehr vielen. Also gerade in der ersten Emigrantenzeit sehr mit Heine, mit dem späten Heine, mit dem Romancero, nicht wahr? Den liebte ich damals sehr. Es gibt Zeiten, wo man mehr an einem Dichter hängt und mehr von ihm hat als an einem anderen. Und dann wieder plötzlich an Christian Günther oder an Gryphius und dann einmal an Brentano. Das hängt auch wirklich ein bisschen von dem Zufall ab, oder es ist vielleicht nicht nur Zufall, welchen Band man gerade in seinem Handkoffer trägt, nicht wenn man auf einer Reise ist, oder welchen Band man in eine Klinik mitnimmt und so weiter, nicht wahr? Davon hängt ja auch etwas ab. Ich könnte Ihnen aufs Geratewohl 100 Gedichte auswendig her sagen, von 12 Dichtern oder von 15 Dichtern. Von Heine allein könnte ich Ihnen 25 sagen. Ist es Ihnen möglich, uns ein Gedicht zu sagen?
was Ihnen besonders am Herzen liegt? Eines ist ein bisschen viel verlangt. Also ein bisschen zu wenig? Ich habe mir die Frage überlegt, ehe unser Gespräch begann. Und ich dachte mir, ich könnte drei sagen, die thematisch unter sich zusammenhängen. Das erste ist von Konrad Ferdinand Meyer und heißt Ein Pilgerin. Es ist im Sabinerland ein Kirchentor. Mir war ein Jugendwandertag erfüllt. Ich saß auf einer Bank von Stein davor, in einem langen Mantel eingehüllt. Fern vom Gebirge blies ein harscher Wind, vorüberschritt ein Weib mit einem Kind. Das zu der Mutter sprechend, scheu begann, da sitzt ein Pilgerin und Wandersmann. Mir blieb das Wort des Kindes eingeprägt, und wo ich neues Land und Meer geschaut, den Wandersteck neben mich gelegt, wo das Geheimnis einer Ferne blaut, ergriff mich unersättlich Lebenslust und füllte mir die Augen und die Brust. Hell in die Lüfte jubelnd rief ich dann, ich bin ein Pilgerin und Wandersmann. Es war am Koma oder Langen See, auf lichter Tiefe trug das Boot mich hin, entgegen meinem ew'gen stillen Schnee mit einer anderen lieben Pilgerin. Rasch zog mir meine Schwester aus dem Haar, dem braun gelockten eins, das silbern war. Und es betrachtend seufzt ich leis und sann, du bist ein Pilgerin und Wandersmann. Mit Weib und Kind an einem eigenen Herd, an einer häuslich trauten Flamme Schein, dünkt keine Ferne mich begehrenswert. So ist es gut, so sollte es immer sein. Jetzt plötzlich kommt das Wort mir in den Sinn, der kleinen, furchtsamen Sabinerin. Das Wort, das nimmer ich vergessen kann, da sitzt ein Pilgerin und Wandersmann. Das zweite Gedicht ist von Hugo von Hofmannsthal. Auf den ersten Blick volkstümlich, einfach, auf den zweiten freilich noch etwas anderes und sehr traurig. Sie lag auf ihrem Sterbebett und sprach, mit mir ist's aus. Mir ist zumut wie einem Kind, das Abend kommt nach Haus. Das Ganze ging so hin und hin und ging als wie im Traum. Wie eines nach dem anderen kam, ich sterb und weiß es kaum. Kein anderer war, wie der erste war. Da war ich noch ein Kind. Es blieb mir nichts davon als ein Bild, so schwach wie schwacher Wind. Dem zweiten tat ich Schmerz und Leid so viel an, als er mir. Er ist verschollen, Müdigkeit, nichts anderes blieb bei mir. Den dritten zu denken bringt mir Scham. Gott weiß, wie alles kommt. Jetzt lieg ich auf meinem Sterbebett, wenn ich doch ein Ding zu denken hätte, nur ein Ding, das mir frommt. Das dritte Gedicht ist ein frommes Sterbegedicht aus dem Barock. Der Dichter findet Trost in seinem Glauben. Es ist Anton Ulrich von Braunschweig, ein Mann, von dem ich sonst sehr wenig weiß. Das heißt, es ist genug. Es ist genug. Mein matter Sinn sehnt sich dahin, wo meine Väter schlafen. Ich habe es endlich guten Fug. Es ist genug. Ich muss mir Rast verschaffen. Ich bin ermüdt. Ich habe geführt des Tages Bürd. Es muss einst Abend werden. Erlös mich, Herr. Spann aus den Pflug. Es ist genug, nimm von mir die Beschwerden. Des Lebens Last hat mich erdrückt, ja, schier erstickt, so manche lange Jahre. Herr, lass mich finden, was ich such. Es ist genug von dieser Kreuzesware. Nun gute Nacht, ihr meine Freund, ihr meine Feind, ihr Guten und ihr Bösen. Euch folgt die Treu, euch folgt der Trug. Es ist genug, mein Gott will mich erlösen. So nimm denn, Herr, hin meine Seel, die ich empfehl, in deine Hand und pflege.
schreib sie auf in dein Lebensbuch. Es ist genug, dass ich mich schlafen lege. Nicht anders soll es mir ergehen, als wie geschehen den Vätern, die erworben durch ihren Tod des Lebens Ruhe. Es ist genug, es sei also gestorben. Das sind drei sehr schöne Gedichte, die im Inhalt tatsächlich sehr ähnlich sind. Nur unterscheiden sie sich doch eigentlich darin, dass das erste und das dritte von Menschen handelt, die eigentlich ein erfülltes Leben hinter sich haben, während das zweite, und deshalb ist es, glaube ich, auch so traurig, ja, bei dem zweiten ist das Mädchen, das doch das Gefühl hat, dass es also ein unerfülltes Leben war. Und dass sie nicht mal auf ihrem Sterbebett weiß, woran soll ich denken, woran kann ich mich festhalten. Also kein Glaube, eigentlich nichts. Deswegen finde ich das besonders traurig. Geht es Ihnen deswegen auch so, ja, so dass es besonders traurig ist? Es rührt mich durch seine tiefe Traurigkeit, keine Erinnerung zu haben, an die man sich halten kann und an der man in dieser letzten Situation etwas Trost findet. Das erste, da bin ich völlig Ihrer Meinung, ist das Gedicht eines Menschen, der Freude doch gesucht hat, der den guten Willen dazu hatte und der sie auch gefunden hat, wenn auch vielleicht nicht ohne Mühe, und dem der Gedanke des Endes dann immer wieder auftaucht. Und das dritte ist natürlich das älteste und ist das Gedicht eines Menschen, der eben noch tief im alten Glauben verwurzelt war.